Wie gehen wir eigentlich in dieser Zeit mit unserer Angst gut um? Das ist eine Frage, die mich in den letzten Tagen ziemlich umtreibt. Ich habe im Internet viele schöne Bibelverse gesehen, Auslegungen von KollegInnen, die sich Mühe gemacht haben, uns gute Worte zuzusprechen. Sei mutig und stark. Lass dich durch nichts erschrecken. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, was immer du tust. Oder Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Oder zum zumindest gefühlt wohl häufigsten Satz in der Bibel: Fürchte dich nicht. Und so schön ich diese Auslegungen, diese guten Worte auch finde, ich merke, dass die gerade nicht so richtig bei mir ankommen. Weil ich habe immer noch Angst. Ich kann gerade die Hoffnung und die Zuversicht nicht so gut spüren. Das knabbert an mir. Da frage ich mich, bin ich jetzt eine schlechte Christin? Weil ich die Hoffnung nicht spüre, die Zuversicht, weil die Bibelworte gerade nicht so wirken, irgendwie. Gerade noch als Pastorin, wo ja auch zu mir die Leute kommen mit Angst und mit Sorgen und die sich von mir mutmachende und hoffnungsvolle Worte wünschen. Das fällt mir auch leichter, wenn ich nicht selber so eine Angst habe. Mir Sorgen mache um liebe Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die sich schwer infizieren könnten. Wenn ich nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird, wenn mich Leute fragen, was ist jetzt mit unserer Hochzeit? Können wir die feiern? Wer garantiert uns, wenn wir das verschieben, dass es dann klappt? Oder bei der Konfirmation? Und so weiß ich nichts drauf zu sagen. Kann ich ja, weiß ich nicht. Und mit der Frage habe ich irgendwie ziemlich gerungen und mich lange beschäftigt. Ich habe jetzt was gefunden, was mir ein bisschen geholfen hat und das möchte ich heute mit euch teilen. Und zwar hat mir sehr geholfen die Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane. Generell mag ich diese Geschichten, wo Jesus so menschlich ist, wo er nicht der strahlende Sohn Gottes ist, der mit beeindruckendem Mut sich den Obrigkeiten entgegenstellt, seine Botschaft vertritt, Wunder tut, Menschen heilt, seinen Auftrag erfüllt. Und in all dem so viel größer und so viel beeindruckender ist, als wir Menschen das irgendwie sein können. Sondern mir ist er richtig nahe da, wo er eigentlich ist wie wir. Wenn er Stress hat mit seiner Familie, wenn er so wütend wird, dass er Leute anblafft und Tische umschmeißt, und eben in dieser Szene im Garten, wo er so richtig Angst hat. Wie geht Jesus mit seiner Angst um? Er sucht sich Freunde. Ein kleiner Kreis seiner Jünger, er nimmt sie mit in den Garten und er bittet sie, für ihn da zu sein, ihn zu unterstützen, solidarisch zu sein mit ihm. Sie sollen für ihn da sein, sollen ihm helfen, ihn unterstützen. Das kenne ich von mir auch. Dass ich dann, wenn ich Angst habe, wenn ich mir Sorgen mache, dass ich dann Menschen brauche, die für mich da sind, die mir den Rücken frei halten. Dass die Jünger das nicht schaffen, dass sie einschlafen. Dass er sie, als er zurückkommt, so vorfindet, sie wecken muss und sie ziemlich anflaumt. Deswegen, das steht erstmal auf dem anderen Blatt. Jesus braucht in seiner Angst Menschen, die das mit ihm tragen, die solidarisch sind, die ihm helfen. Aber mit seinen allertiefsten Gefühlen, mit dem, was wirklich in ihm vorgeht, geht er alleine weiter in den Garten. Und er betet. Er spricht zu Gott.
Und vor ihnen bringt er das alles, was in ihm vorgeht. Den Konflikt, das Hin- und Hergerissensein, die Angst. Gott, ich weiß, du hast diesen Weg für mich vorgesehen. Aber ich will das nicht. Ich habe Angst davor. Das Grummeln im Bauch, die weichen Knie und auch all die Gefühle, die man so gar nicht richtig zu packen kriegt, die man nicht in Worte fassen kann. Auch die weiß Gott. Und das ist eine ganz innige Szene, wo Gott und Jesus sich in diesem Garten so nahe kommen. Jesus spricht voller Vertrauen zu Gott, legt alles vor ihm dar, was in ihm ist. Und trotz all des Vertrauens und trotz seines tiefen Glaubens ist die Angst nicht weg. Die ist immer noch da. Er bittet Gott darum, dass er diesen Weg nicht gehen muss. Herr, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da ist nichts von Stärke und Mut oder von Kraft und Besonnenheit. Das ist einfach Angst, Todesangst sogar. Und doch kann er dann sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Weil er weiß, dass er in seiner Angst nicht alleine ist. Dass Gott ihn auf diesem Weg begleitet. Und diese Geschichte, dieses Gebet, dieser innige Moment mit Gott, den Jesus da hatte, der hat auch mir geholfen. Meine Angst ist okay. Die Sorgen sind okay. Und dass mein Glaube und mein Gottvertrauen die nicht einfach in Luft auflösen, das ist wahrscheinlich auch ganz normal. Was wichtig ist, ist, dass ich nicht vergesse, dass ich da nicht alleine durch muss. Gott ist bei mir. Bei allem, was ich tue, er begleitet uns. Auch und gerade in der Angst. Und weil das so ist, möchte ich Gott nun in einem Segen darum bitten, dass er uns in der nächsten Zeit auch weiter begleitet. Ich habe dazu einen irischen Segenswunsch ausgewählt. Herr, sei vor uns, wenn wir den Weg nicht wissen. Herr, sei neben uns, um uns in die Arme zu schließen, wenn wir unsicher sind. Herr, sei hinter uns, um uns den Rücken zu stärken, wenn wir auf Herausforderungen zugehen. Herr, sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen. Herr, sei in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. Herr, sei um uns herum wie ein Mantel, der uns wärmt und umhüllt. Herr, sei über uns, um uns zu segnen. Amen. Wir müssen da nicht alleine durch. Gott ist bei uns.